Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17, nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, Unigräben Version 1.2. Wir befinden uns hier gerade am Eierhof, am Hühnerhof, wie auch immer, und kümmern uns hier mal ein bisschen um die Wasserversorgung. Ich habe hier mal wieder einen von den platzierbaren Wasserschächten, ja, platziert eben. Wer meine Folgen kennt, weiß, dass ich das überall da mache, wo ich häufig Wasser brauche. Damit kann ich Wasser ziehen. Es kostet mich erstens nichts. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir im 21. Jahrhundert inzwischen ja sogar leben. Und im 21. Jahrhundert einen solchen Hühnerhof nicht am öffentlichen Wassernetz angeschlossen zu haben, halte ich für sehr unrealistisch. Da bin ich ja noch... Möchte ich ja überall diese Fabrikskripte dahingehend ändern, dass man überhaupt kein Wasser braucht für diese ganzen Produktionen. Das fände ich persönlich am realistischsten. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das reicht, so dicht dran vorbeizufahren. Am Trigger. Oder wo wir da hin müssen. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier... dass ich ins Gerät reinfahren muss, oder? So, 50.000 dürften da noch reingehen. Dann ist der voll und dann machen wir den zweiten... zweite Hühnerfarm machen wir dann auch gleich voll. Hier vorne. Quatsch. Falschen Knopf gedrückt. Entschuldigt bitte. So, wenn wir das haben, dann fahren wir mit der Zugmaschine zurück zum Hof. Und holen uns unsere Auflieger, unsere Schüttgut-Auflieger. Und werden damit dann zusehen, dass wir... Ja, wird der Kanal stehen bleiben, das ist alles schön. Das funktioniert ganz gut mit den Palettenaufliegern. Ein bisschen im Salat. Sagen. So, der ist aber ja eigentlich auch fertig. Der könnte jetzt mal Richtung Holzproduktion fahren. Könnte da mal schon mal Paletten holen. Und dann müssen wir als nächstes müssen wir unbedingt in den Wald gehen. Und müssen Holz machen. Holz ernten sozusagen, damit wir wieder weiter Paletten bauen können. Ich kann keine Paletten mehr bauen. Ich brauche an allen Ecken und Enden brauche ich leere Paletten. Ob das jetzt hier bei der Zementproduktion ist, ob das beim Hühnerhof ist. Überall. Und ja. Das geht gar nicht im Moment. Ich habe gar nichts hier an Paletten. Also ich habe noch ein paar Paletten in der Produktion. Die stehen draußen auf den Palettensammelplätzen. Aber das war's auch. Warte mal, was macht denn jetzt am meisten Sinn, wenn ich zum Holz will? Ja, hier rum. Dann komme ich genau beim Holz durch. Genau, ich muss mich auf der neuen Karte nochmal so ein bisschen orientieren. Ich spiele da ja erst seit ein paar Tagen drauf. Und ja, da ist dann die Orientierung noch nicht so super. Das müsst ihr entschuldigen. Also ihr müsst es nicht entschuldigen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr es entschuldigt. Pellets haben wir auch noch jede Menge. Die können wir auch irgendwann mal verkaufen, würde ich sagen. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was mich jetzt ärgert.
Also wenn man da von Ärgern reden kann. Dass ich einfach den Wagen hier nicht mehr stehen lassen kann. Weil er einfach hier auf einer öffentlichen Straße steht. So, was ich jetzt erstmal machen kann, ist, ich kann den hier erstmal zur Seite fahren. Dann hier mal stehen lassen. Dann mal zusehen, dass ich hier wieder zu der anderen Zugmaschine komme. Nee, zu der nicht, sondern zu der. So, die ist voll Wasser, das ist schön. Fahren wir hier einmal um den Hof rum. Schönes Gebäude, ne? Kann man nichts gegen sagen. Schöner Hof. Eine große Halle. Wenn wir hier dann erstmal richtig Eier produzieren, Hühner haben, ich glaube, das wird gut. Also der Trigger, der muss definitiv nochmal überarbeitet werden. Da muss Fate nochmal ran. Das kann ja nicht sein. Stehe ich meterweit weg und gerade eben war ich fast direkt dran. Ein bisschen komisch. So. Voll. Sehr schön. Dann geht's jetzt ab zum Hof. Da holen wir uns dann mal unsere beiden großen Auflieger und sehen mal zu, dass wir Sand und Kies transportiert kriegen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich brauche für die Produktion von der Brücke. Da muss ich erstmal nachschauen. Effekt machen wir alle. Hier so ein Hype um die Brücke. Auf der anderen Seite will ich die Felder da drüben im Moment sowieso noch nicht haben, weil die viel zu groß sind und viel zu teuer. Das Geld habe ich sowieso nicht über. Gut, wenn ich jetzt alles verkaufen würde, was ich irgendwie im Lager habe, was produziert wird. Ich weiß auch gar nicht, wie die Produktion beim Schnaps und beim Obstler aussieht. Also beim Korn. Und beim Obstler. Kann ich gar nicht sagen. So. Schafe sind zufrieden, Kühe sind zufrieden, Schweine haben wir noch nicht. Kommt noch, aber dazu müssen wir erstmal ernten. Ich will erst das Futter für die Viecher haben, bevor ich die Viecher kaufe. Alles andere hat keinen Sinn. So. Moin. Ah, da habe ich dann einfach mal so einen Dolly mitten in den Weg gestellt. Jetzt auch. Nur begrenzt klug von mir hier so rum reinzufahren. So, ich will das Fass da hinten drin stehen haben. Oh. Auch schon mal schlechter gemacht, sowas. Ich will mich ja nicht selber loben, aber war eigentlich ganz gut. So, und die beiden holen wir uns jetzt. Ich hoffe, dass sie überhaupt Sand und Kies laden können. Wenn nicht, wäre ich doch mittelmäßig bis ziemlich enttäuscht. Der beste Weg hier. Ach, das ist beides ein Umweg. Feld 27 ist einfach mal mitten im Weg. Ja.
brauche ich gar nicht dran nachdenken. Fahr hier rum. Die andere Strecke fahre ich nicht so gerne. Es sind zu viele Kurven. Ja, sag ich doch. So, hier ist hier überhaupt noch was? Keine Ballen mehr? Sie hatten ja die Ballen nicht übernommen. Das ist jetzt etwas schade. Ich hätte wetten können, dass ich hier noch jede Menge Ballen liegen hatte. Habe ich nicht mehr. Naja, sind bei der Übernahme verloren gegangen. Muss ich nochmal überprüfen, aber scheint so zu sein. Ah. Richtung Osten, der aufgehenden Sonne. Doch jetzt eine vernünftige Zugmaschine hier. Tandemachser, hätte fetter Motor drin. Für die nächste Folge ist dann ganz klar angesagt, ab in den Wald, Bäume fällen. Ich frage mich echt, wo die Ballen bei der Mischfutterfabrik geblieben sind. Ich glaube, das Mischfutter, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob wir das komplett leer gemacht haben. Ah, die Einfahrt hier ist echt Banane. Kann man so sagen. Hier gibt es auch nichts schön zu reden. Mal klar. So, wie viel Sand haben wir hier schon? Ja, nicht mal eine Ladung hier. So. Einmal voll machen, bitte. Wo sind das verrostete Öltanks? Unglaublich. Ah, das mit dem Fortuna-Fass. Ich hätte ja eigentlich auch nochmal Diesel. Naja, egal. Will nicht meckern. Will nicht meckern. So, Produktion ist leer. Auch schön. Können wir uns gleich hinten Kies reinholen? Lass dann gleich zur Zementproduktion fahren. Sehen wir ja, wie viel es ist. Wahrscheinlich ähnlich viel sein wie beim Sand. Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir nähern uns auch schon wieder dem Ende der heutigen Folge.
Das geht echt fix heute. Ja, sag ich ja. Wird ähnlich viel sein wie beim Sand. Ich denke mal, dass Feta die gleiche Logik verbaut hat. Ja, auch Glück gehabt. Die richtige Reihenfolge sozusagen gewählt habe. Nur nicht Glück gehabt, dass ich jetzt da gegen die Mauer fahre. Eigene Doofheit. Mal gucken, ob ich das hier dann hinkriege, überhaupt hier abzukippen. Naja, sonst drehe ich gleich noch eine Runde und dann ist gut. Na. Frag mich nicht, was ich hier gerade mache. Weiß es selber nicht. Wie kriege ich denn hier keinen Sand hingekippt? Verdammte Axt. Nur mit Sand. So rum geht's auch. Oh, da geht's aber in ein tiefes Loch. Ja. Und jetzt benutze ich Trailer Assist. Mir zu doof. So, und jetzt müsste gleich die Produktion vom Zement hier auch schon anfangen. Ja, war. Den jetzt wieder anpicken.
Dafür brauche ich jetzt keinen Trailer Assist. Das kriege ich auch gerade noch so hin. Ich dachte, ich brauche keinen Trailer Assist. Seht ihr? Kriege ich gerade noch so hin. Ein bisschen stolz auf mich. Vielleicht auch ungerechtfertigterweise. Das soll es gewesen sein für diese Folge Let's Play LS17. Schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like. Abonniert mich. Ich würde mich freuen. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich Ciao.